Dum, 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 dum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt, die Webshow, die erst handelt und dann fragt. Es gibt schon viele Fernsehreportagen über Webvideo, doch noch keine Webvideoreportage über das Fernsehen. Kommen Sie mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit des Bewegtbilds. Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist quasi staatlich aufgezwungenes Pay-TV. Mit unseren Gebühren wird sehr gewissenhaft umgegangen. So werden sie zum Beispiel verwendet für schöne Kuchen, die man überall in der Anstalt findet. Aber auch Kunstwerke, wie dieses hier. Oder ein Grillfest auf der Dachterrasse. Als Vertreter der neuen Medien machen wir uns mit unserem Webvideo-Produktionsteam auf den Weg zur Anstalt von dem Deutschen Rundfunk, kurz DDR. Hier treffen wir Richard. Wir umkreisen ihn mit der Kamera, damit er cool wirkt. Er ist Fernsehredakteur und kann von diesem Hobby bereits sehr gut leben. Ich wollte schon immer was in Richtung Medien machen und habe dann hier eine Praktikumsstelle beim DDR bekommen und bin dann irgendwie reingerutscht. Ja, es ist einfach ein Traumberuf, man wird gut bezahlt, aber man muss sehr, sehr viel Kuchen essen. Richard führt uns in die Anstalt. Er will uns Katrin die Katterin vorstellen. Sie schneidet gerade einen neuen, künstlerisch hochwertigen Spielfilm. Okay, also das hier ist jetzt der Schnittraum. Das schneidet die Katrin. Die ist aber gerade noch in der Mittagspause. Die ist hier bei uns von 12 bis 14 Uhr. Aber wir haben hier Kuchen, wenn Sie wollen. Klar. Während wir Kuchen essen, erzählt uns Richard, dass Katrin an einem Arthouse-Film arbeitet. Nach 3 Stunden kommt Katrin. Ja, da ist sie. Hallo. Ah, okay. Hallo, ich bin Katrin. Hallo. Ja, ich hatte gerade noch Kaffee- und Raucherpause nach der Mittagspause. Drum bin ich jetzt ein bisschen zu spät. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ja, gar kein Problem. Wie lange arbeiten Sie an dem Projekt? Jetzt an dem Projekt so circa 1 Jahr. Und worum geht es? Es geht dabei um... Entschuldigen Sie, was soll Ihnen denn eine Katterin über meinen Film erzählen? Der Regisseur übernimmt das Interview. Eindeutig sehen wir, dass wir es mit einem Künstler zu tun haben. Denn er trägt einen Schal. Wieso reißt Gregor das Interview an sich? Möchte er uns vielleicht etwas verheimlichen? Wieso stelle ich Ihnen diese Frage und gehe dabei sinnlos auf die Kamera zu? Ganz einfach. Ich baue einen sogenannten Cliffhanger. Ein beim Fernsehen besonders beliebtes Element, um Sie zu zwingen, sich auch den nächsten Teil anzusehen. Und genau das werden Sie tun. In der nächsten Folge von Nachgefragt. Mu-ha-ha-ha-ha-ha-ha.